Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es einen kleinen Vergleich zwischen Schraubbowls und Steckbowls. Wir reden mal über die verschiedenen Vor- oder auch Nachteile. Ja, und damit willkommen zurück zum nächsten Video bei mir. Wie gesagt, gibt es heute einen kleinen Vergleich zwischen geschraubten Bowls und gesteckten Bowls. Mir schreiben relativ viele Leute so, was ist denn der Vorteil, was ist denn der Nachteil, wo ist denn der große Unterschied, soll ich mir das holen oder ist Steckbowl vielleicht komplett für den Arsch, ist das scheiße, wenn das da rumwackelt, ist das vielleicht komplett instabil, und auf die paar Fragen und weitere wollen wir heute mal eingehen. Vorneweg sei doch kurz gesagt, Leute, nur ein Drittel der Leute, die diese Videos hier gucken, lassen auch ein Abo da. Also wenn ihr mir einen riesen Gefallen tun wollt mit ganz, ganz wenig Aufwand, lasst sehr, sehr gerne unten nochmal einen Klick auf den Abo-Button da. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und auch krass unterstützen. Eigentlich liegen die Vorteile meiner Meinung nach relativ krass auf der Hand. Grundlegend der Unterschied: diese Pfeifen hier sind geschraubt bzw. haben einen Klickverschluss. Es gibt also noch ein Anschlussstück unten an der Bowl, das fest montiert ist und auch auf das nur genau diese Pfeife passt. Natürlich könnten auch verschiedene Bowls da noch oder verschiedene Rauchsäulen noch auf diese Bowls passen, wenn sie zufällig exakt dasselbe Gewinde haben. Kommt aber in der Regel relativ selten vor. Es gibt auch noch so Besonderheiten wie zum Beispiel bei Smoke Labs, dass man mehrere verschiedene Base- und auch Rauchsäulenmodelle eben auf diese Bowls packen kann. Es ist aber meistens so, dass nur Pfeifen einer Marke auf Bowls dieser Marke passen. Hingegen bei Steckbowls, die haben meistens fast den exakt selben Durchmesser oben, heißt fast jede Steckbowl passt auch auf fast jede Steckpfeife. Und das ist auch schon der größte Vorteil von diesen Bowls, weil wie ihr zum Beispiel hier an der Mustache gerade erkennt, habe ich das Ganze jetzt einfach auf die PK500 Black Bowl von Ocean gepackt. So könnt ihr einfach eine Pfeife, die ihr schon habt, nochmal mit einem komplett neuen Look ausstatten und ihr habt einfach sozusagen nochmal das Feeling, als ob ihr eine neue Pfeife daheim hättet. Außerdem habt ihr natürlich die Möglichkeiten, verschiedene Farbkombinationen zu packen. Zum Beispiel habe ich hier gerade noch eine blaue Bowl, ich könnte also jetzt ein blaues Sleeve auf die Mustache packen, das Ganze dann auf die blaue Steckbowl gepackt und schon habt ihr wieder praktisch eine komplett neue Pfeife mit einem ganz anderen Look, obwohl ihr nur Kleinigkeiten dazu kaufen müsst. Steckbowl gibt es zwischen 15 und 200 oder sogar noch mehr Euro. Nach oben ist der Preis ja bekanntlich immer offen. Die Ocean Bowl kostet zum Beispiel 200 Euro, die blaue Bowl bei Mose kostet 40 Euro beziehungsweise mit Code SWG10 sogar noch ein bisschen weniger. Auf der anderen Seite könntet ihr euch natürlich eine andere Aeon Bowl dazu kaufen und die auch auf die Aeon packen. Dann habt ihr zwar ein etwas anderes Design, aber grundlegend könnt ihr die Pfeife nicht so krass anpassen oder customizen, wie das eben bei Steckbowls der Fall ist. Der größte Vorteil von der geschraubten Pfeife ist, und das sollte man trotzdem nicht machen, es hält halt, ne? Also man kann die Pfeife theoretisch auch an der Rauchsäule hochheben. Leute, sollte man nie machen, auch bei geschraubten Pfeifen, wenn sich irgendwann mal dieser Kleber hier löst, dann rauscht euch die Bowl direkt auf den Boden und zerbricht in 1000 Teile im schlimmsten Fall oder im wahrscheinlichsten Fall sogar, und dann ist das Ding hinüber und dann müsst ihr auch wieder genau diese Bowl nachkaufen. Die Steckbowls kann man natürlich nicht hier an der Rauchsäule hochheben, man hat aber meistens hier nochmal so ein kleines Griffstück, sage ich mal, oben diese Lippe, die man an fast allen Steckbowls hat, die man einfach sehr, sehr entspannt hier mit zwei Fingern heben kann. Auch wenn da noch eine Rauchsäule draufsteckt, geht das meistens klar. Sie sind natürlich ein klein bisschen wackelig. Ja? Also wenn ich hier jetzt dran gehe und es bewege, dann seht ihr, ich kann die Rauchsäule ein kleines bisschen bewegen. Das geht natürlich bei der Aeon nicht. Ich kann natürlich die ganze Bowl da dran kippen, aber ich kann nicht eben die Rauchsäule ein kleines bisschen bewegen. Ist die große Frage, stört das denn, wenn man im Alltag raucht? Also wenn ich jetzt an der Mustache ziehe, dann werdet ihr schon sehen, da kippt nichts direkt. Ja, also so ein kleines bisschen, das macht da nichts. Man kann auch, falls es euch zu locker ist, noch ein kleines bisschen Tape unter die Dichtung packen, dann die Dichtung auf das Tape und dann das Ganze wieder in die Pfeife stecken und dann sitzt das nochmal stabiler. Es gibt auch genug Pfeifen, die könnte man sogar an der Rauchsäule tragen. Wie gesagt, Leute, niemals Pfeifen an der Rauchsäule tragen. Das ist ein großes, großes Fauxpas, das man einfach niemals machen sollte. Ihr habt es vielleicht schon erlebt, irgendein Kumpel nimmt seine Pfeife an der Rauchsäule und trägt die weg oder bei einer Tradi oder bei einer Steckpfeife und alle denken sich so, oh Gott, bitte hält das. Also Leute, sei es geschraubt, geklickt oder gesteckt, niemals Pfeife an der Rauchsäule tragen. Aber genug zu dem Thema. Stört das im Alltag, dass das Ganze gesteckt ist? Also wenn ich jetzt ziehe, werdet ihr schon sehen, da wackelt auf jeden Fall absolut nichts. Ja?
Ist ja auch relativ klar, so wackelig sitzt das Ganze halt nicht. Wenn ich jetzt hier ein bisschen an dem Schlauch ziehe, seht ihr so, ja, es bewegt sich minimal, aber es ist jetzt auch nicht so. Also guck mal, ich könnte eher die Bowl bewegen, als dass mir die Rauchsäule wegkippen würde oder so. Also klar, es sitzt nicht so stabil wie eine Schraubpfeife, aber es sitzt halt trotzdem stabil genug. Jetzt die große Frage, was hat denn die größere Zukunftschance? Meiner Meinung nach oder mein persönliches Empfinden ist auf jeden Fall, dass ich Steckpfeifen deutlich geiler finde. Die Möglichkeit, einfach kurz hier so eine unglaublich schöne Bowl zu kaufen, da die Mouse Dash drauf zu packen und wieder einen komplett neuen Look zu haben, ist für mich auf jeden Fall viel wichtiger oder viel schöner, als dass ich verhindere, dass ich die Rauchsäule hier so ganz leicht mit den Fingern kippen könnte. Die Stabilität ist natürlich nice und auch der Look ist cool. Ich muss sagen, ich will, dass beides weiterhin besteht. Aber ich glaube, bei mir wird es in der Zukunft eher auf mehr gesteckte Pfeifen hinauslaufen. Vor allem, wenn man dann langsam mal ein paar verschiedene Bowls hat. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei von den Ocean Bowls, etliche von den farbigen Mouse Bowls, Clear Bowls in Tropfenform, in dieser abflachenden Form hier, in Coneform. Da ist euch praktisch kein Limit gesetzt, welche Formen und Farben ihr euch dazulegen könnt. Das sieht halt bei Aeon oder bei Smoke Labs schon anders aus. Smoke Labs macht das Ganze zwar sehr gut und bietet, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Bowls an, die auch eigentlich auf alle Pfeifen von denen passen. Ja, manchmal muss man das Tauchrohr kürzen oder so, aber im Grunde passen die auch immer. Und das ist ganz nice, zwischen diesen 4 oder 5 Bowls sich entscheiden zu können. Bei den Steckbowls, Leute, gibt es halt wirklich Hunderte verschiedene, ja, alle Farben, alle Formen, alle Muster, es gibt so viele verschiedene und deswegen aus Designgründen würde ich wahrscheinlich viel, viel häufiger zu gesteckten Pfeifen greifen als zu geschraubten Pfeifen, was aber wiederum nicht heißen soll, dass ich jetzt auf gar keinen Fall mehr geschraubte Pfeifen hole, gerade bei so Sachen wie zum Beispiel der Aeon Edition 4 bin ich sehr zufrieden mit der Kombination und Aeon hat zum Beispiel jetzt auch einen Adapter entwickelt, den ihr auf eure Edition 4 schrauben könnt und dann die Edition 4 auch auf Steckbowls packen könnt. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr geil. Das vereinigt fast das Beste aus beiden Welten. Man verlängert damit natürlich ein bisschen hier die Base und das sieht schon ein kleines bisschen globig aus. Aber vielleicht finden wir da in Zukunft noch viel bessere Lösungen, sodass eine Pfeife erstmal mit einer geschraubten Bowl kommt, aber eben dieser Adapter dabei ist oder zusätzlich gekauft werden kann und man das Ganze noch auf Steckbowls benutzen kann. Also, nochmal grob zusammengefasst. Nachteil von Steckbowls, sie sind ein kleines bisschen instabiler, aber nicht so instabil, dass es eben stören würde. Schraubpfeifen bzw. Schraubbowls sind natürlich extrem stabil und können halt auch extrem geil aussehen. Nur habt ihr da eben nicht mehr so die Möglichkeit, im Nachhinein das anzupassen, wie bei einer Steckbowl. Wenn ihr jetzt sagt, ich will eh nur eine Pfeife und ich rauche die mit der Bowl, die dabei ist, dann ist es grundlegend erstmal egal, ob ihr eine Steck- oder eine Schraubpfeife nehmt. Wenn ihr sagt, hey, ich will auf jeden Fall irgendwann noch andere Bowls dazu kaufen, dann ist die Entscheidung glasklar. Dann solltet ihr euch eher eine Steckpfeife holen. Was man noch dazu erwähnen muss, es gibt sehr, sehr wenige Pfeifen, die gesteckt sind, aber mehr als einen Anschluss haben. Mir würde da eigentlich nur die Aeon Edition 4 einfallen, wenn man sich noch den Adapter holt, dass man sie eben draufstecken kann. Aber eigentlich ist es ja auch eine Schraubpfeife. Hat einfach den Grund, dass dieses Stecksystem eher so in der russischen Szene verbreitet ist. In der russischen Szene gibt es eigentlich fast keine Mehrschlauchpfeifen, sondern eben nur Einschlauchpfeifen. Sprich, wenn ihr mit Freunden zusammen an einer Pfeife rauchen wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich eher auf eine Schraubpfeife gehen, weil es eben da viel, viel mehr Auswahlmöglichkeiten im Mehrschlauchpfeifensegment geht. Leute, so viel auf jeden Fall kurz zusammengefasst. Für mich Steckbowls tendenziell geiler als Schraubpfeifen, aber auch Schraubpfeifen haben ihre Daseinsberechtigung und können natürlich auch sehr, sehr gut aussehen. Aber ja, soweit auf jeden Fall meine kleine Zusammenfassung zu dem Thema. Wenn ihr noch weitere Gedanken dazu habt, lasst es mich auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha WG.